Wir starten mit einer neu erstellten Szene, ganz einfach und leer. Und bevor wir hier überhaupt irgendwas machen, widme ich mich zumindest immer zunächst den Rendereinstellungen bzw. der Atmosphäre. Am Anfang ist auch alles ziemlich schnell gerendert, wenn das Ganze nur Farbe hat und so, aber nachher mit den Pflanzen und alles dauert das recht lange. Und Zeit, die man sich sparen kann, ja, ist immer gut. Höhe einstellen kann man das Ganze hinterher immer noch. Ich stelle hier immer den Wert runter. So zwischen minus 0,5 und minus 1. Man kann hier auch noch weiter runtergehen. Aber das ist schon mal recht gut. Und das hier ist auch eine Sache, die Renderzeiten beeinflussen können. Und da wir hier momentan sowieso noch gar nichts drin haben, keine Wolken und nichts. Ich stelle das einfach mal runter auf so zu minus 2. Okay. Und der nächste Schritt ist einfach mal ein Standardgelände hinzuzufügen. Dafür klicke ich hier einfach mal. Und hier doppelt auf das Gelände. Im Geländeeditor sehen wir das Ganze als 256x256 Pixel. Ist ein bisschen klein. Die Grafik, die wir hier verwenden, ist 8192x8192 Pixel. Wenn man jetzt nur hier hingeht und sagt, okay, ich mag hier nicht 100.000 Mal klicken. Ich gebe hier einfach mal direkt 8192x8192 ein. Sage, okay. Wird man feststellen. Dauert ein bisschen, bis das Ganze geladen ist und umgerechnet, dass View hier nur 8096x8096 Pixel hinstellt. Das stimmt so nicht ganz. Deswegen gehe ich hier hin und schreibe mal 4096x4096 Pixel. Das muss auch erstmal wieder berechnet werden. Und gehe im Anschluss dahin einfach mal hin und sage, nimm mir das mal 2, weil dann stimmt nämlich auch die 8192 mal 8192 Pixel. Dann setze ich das Ganze einfach mal zurück, dass man hier ein ganz flaches Gelände hat, denn wir wollen ja kein Gelände an sich erstellen. Wir haben ja schon diese Grafik. Dafür klicken wir einfach hier auf dieses Symbol, um ein Bild hinzuzufügen und suchen uns das einfach mal raus. Und zwar hier height.tiff. Wer natürlich hier nicht mit einer Auflösung von, oder wer hier die Grafik verkleinert hat von 8192 Pixel auf zum Beispiel 4096 Pixel oder was auch immer, der sollte natürlich auch hier entsprechend nicht auf 8192 hochgehen, wenn er es überhaupt kann, sondern dementsprechend so groß, wie hier die Grafik verkleinert wurde. Ich lasse das einfach mal auf 50%, sage okay. Muss erstmal ausgerechnet werden und man sieht, das Ganze ist ein Graustufenbild. Nichts mit Farbe oder so. Und anhand von dieser einen Grafik erstellt View uns genau dieses Gelände. Sag einfach mal okay. Und muss erstmal die Kamera natürlich über das Gelände bringen. Das Gelände ist momentan, scheint zwar recht groß, ist aber immer noch nicht groß genug, aber da komme ich später zu. Denn das Ganze wird so eine Art Canyon und kein Wiesenhügel. Ja, der nur hier so, weiß ich nicht, 1,50 m oder so hoch ist, wo Gras drauf ist oder so. Ein Canyon ist halt eben riesengroß und ja, da das in der Natur so ist, es sieht halt eben am besten aus, wenn halt eben die Größenverhältnisse eben auch stimmen. Ja, und dann guckt man sich hier zunächst einmal, das ist sowieso erstmal nur vorübergehend. Die Größe anpassen, muss man hier die Kamera auch wieder verschieben. Irgendeine Stelle aus, die einen zusagt. Ich nehme hiervon gerne immer, also zumindest bei diesem Gelände, hier so diesen Bereich. So zum Beispiel. Was momentan in meinem Fall mit der Kameraeinstellung, so wie ich sie habe, eben so aussieht. Bitte das Gelände in der Größe noch nicht verändern, das machen wir im Anschluss, nachdem wir die entsprechenden Maps hinzugefügt haben. Dann klicken wir einfach mal hier. Und wir haben vier Maps, welche man wie, wo, wie oft verwendet, bleibt jedem selber überlassen. Das hier ist wirklich mal ein Vorschlag, wie man das jetzt mit zum Beispiel gerade für dieses Gelände verwenden kann, nicht muss. Ich mache immer einfach nur irgendwie. Also, man kann hier auch, ja, es gibt immer mehrere Wege. Man kann hier jetzt Materialien übereinander legen und die dann über dieses einblenden. Verwenden. Ich für meinen Teil wähle hier mal den Weg und mische mir Materialien. Ja, da hat man hier schon mal zwei Materialien, die momentan noch so gemischt sind.
weil wir hier noch keine Verteilung vorgegeben haben. Dafür klickt man hier einfach rechte Maus und kommt in den Funktionseditor, fügt hier über dieses Symbol seine Grafik hinzu, verbindet das erstmal für die Verteilung und sucht dann hier sein Bild raus. Man kann nun beispielsweise hingehen und hier mit diese Height natürlich auch nochmal verwenden. Also ich klicke jetzt einfach mal hier und übernehme das als Verteilung. Und man sieht, ich ändere hier einfach mal die Farben. Zum Beispiel in Blau und in Rot. Ja, dann wurde die Verteilung anhand dieser Heatmap auch. Ja, dann kann man hier oben was anderes machen als hier unten. Wenn man jetzt hier noch Wasser hinzufügt, kann man hier unten dunkleren Sand zum Beispiel, kann man auch ohne diese Heatmap. Aber man kann es halt eben so unterteilen, wäre eben ein Weg, den kann man benutzen. Man kann genauso gut diese nicht verwenden oder hinterher verwenden. Und, ups, die wollte ich nicht. Ich wollte gerne diese da. Und hat dann eben eine solche Verteilung. Wichtig ist, dass das hier auf parametrisch steht, weil das Ganze über die Grafik hinzugefügt worden ist. Ja, und keine Berechnung an sich. Dann sieht das Ganze eben so aus. Kann man ja mal eben schnell rendern. Und man sieht, die Verteilung ist eine komplett andere als zuvor. So, dann kann man sagen, zum Beispiel, Rot ist jetzt erst einmal oben und Blau ist in diesem Falle mehr der untere Bereich. Wobei man ja hier auch wieder mischen kann. Was, ob man jetzt noch ein bisschen mehr Blau haben möchte, also momentan Blau. Ja, oder hier dieses Anhaken. Dann sieht es halt eben so aus und man stellt das ein und kann auch sagen, eher an flachen, dann sieht es halt eben so aus. Aber dieses möchte ich hier gar nicht in diesem Fall, zumindest momentan nicht verwenden, sondern das einfach mal so lassen. So, wir haben vier Maps und die kann man so oft verwenden, wie man möchte, wenn man das für seine Unterteilung halt eben hier benötigt. Jetzt kann ich hier oben zum Beispiel sagen, ich mische das Ganze nochmal und gebe der Verteilung eine neue Grafik zum Beispiel. Man muss ja auch nicht immer nur Grafiken verwenden, man kann ja auch seine eigene Funktion erstellen, wenn man das möchte. Aber in diesem Fall, ja, ich nehme hier einfach mal die Position, sage okay, okay, sieht man momentan noch nicht so viel. Ich ändere das Grau, ach, das ist gar kein Grau, einfach mal in Grün. So. Da sieht man nicht viel von, da kann man ein bisschen mehr hier rüber gehen und das Ganze eben einstellen. Man kann auch hier wunderbar mit dem Filter arbeiten, das ist jetzt alles grün, ein bisschen sehr viel. Oder halt über die Verteilung hier einstellen, so wieder ein bisschen zurück. Manchmal ist das ein wenig fummelig, aber man kann hier wunderbar verteilen. Jetzt hat man das Ganze zum Beispiel so. Man kann ja auch sagen, dass das Ganze hier abhängig ist. Oder eben auch nicht. Dann verschwindet das Ganze nach da hinten, je nachdem, was man hier mal so einstellt. Auch hier kann man wieder Funktionen für vorgeben, wenn man das Ganze gerne möchte. Ich möchte das nicht zu kompliziert halten. Ich mache das einfach mal so, dass sich das orientiert nach der Ausrichtung. Ja, eben sehr stark oder eben auch nicht. Sieht das Ganze jetzt eben so aus. Bei 90 Grad kann man natürlich noch einstellen und dementsprechend verändert sich halt eben, ja, das Material beziehungsweise hier, wo man das sieht. So zum Beispiel. Wobei mir hier wichtig wäre, dass das Ganze auf flachen Bereichen wächst und nicht gerade so in der Schräge. Kann man ja hier einstellen und deswegen stelle ich das hier auf 100% mal ein, dass das Ganze mehr halt eben oberhalb, also auf so geraden Flächen ist. Und dafür kann man ja hier, wenn man das nicht möchte, wegnehmen. Wobei man das Ganze für das Ökosystem an sich natürlich auch noch einstellen kann.
So Gras, gerade so Unkrautzeugs wächst ja überall, wo es nur kann, in jeder Ritze eigentlich. Was mit diesen momentanen Einstellungen zu diesem Ergebnis in diesem Beispiel jetzt einfach mal führen würde. Wobei hier noch Attitude angehakt ist bei Material. Man kann auch sagen bei Object. Absolut. Das verändert hier schon, das sieht man hier schon. Ja, das sieht dann so aus. Oder relativ to the C. Wobei wir noch gar keinen haben. Ich lasse das Ganze hier einfach mal auf Material stehen. Man hat hier als Koordinatensystem World. Man kann auch als Object nehmen. Aber ich habe bei dem bei der Erstellung des Geländes das Ganze auch auf World stehen. Deswegen lasse ich das gerne auch hier einfach mal auf World. Also hier kann man mal ein bisschen rumspielen und das Ganze einstellen. Und seine Verteilung eben dementsprechend verändern. Wohlgemerkt haben wir das jetzt lediglich für diesen roten Bereich, für den oberen, nochmal gemischt. Man kann auch hier unten das noch mischen. Man muss da ja auch nicht unbedingt eine Bepflanzung für vorsehen. Also ich nenne das hier schon mal Bepflanzung, weil ich vorhabe dort ja, die in dem letzten Beitrag veränderten Pflanzen einfach mal hinzuzufügen. Zumindest eine Ebene davon. Und unten, das kann man natürlich auch mischen. Und als Mischverhältnis, da kann man hier wieder irgendeine Funktion hinzufügen, wenn man möchte. Man kann eine andere Grafik hinzufügen oder man verwendet halt eben wieder eine dieser vorhandenen Grafiken. Ich nehme einfach mal diese hier, sage okay. Okay. Mache hier mal die Farbe weg. Weil wir jetzt hier an diesem Blauen dran sind. Das ist blau und grau, das ist ziemlich blöd. Ups, ich ändere hier das Ganze mal auf gelb. Und auch hier gilt, man kann das Ganze wieder abhängig von der Höhe machen, den Filter verstellen oder man verschiebt den Regler. Und könnte jetzt die gelbe Fläche hier zum Beispiel nehmen, ebenfalls für die Bepflanzung. Ich nenne das einfach mal Büsche. Und hätte das in diesem Fall einfach mal oben mit dieser Verteilung. Ich habe hier also nicht wirklich viel verändert, sondern eigentlich nur hier den Regler unter angehakt. Das Ganze sähe jetzt so aus. Ja, da könnten diese vertrockneten, wenn man denkt, hier unten ist Wasser, hat man hier vielleicht eher grün als hier oben. Und ja, man kann auch das gelbe Material nochmal unterteilen und mischen und verändern. Oder hier bei dem blauen zum Beispiel das Ganze nochmal mischen. Und oder einfach noch eine Ebene hinzufügen. Wir dann hier. Ich lade jetzt einfach mal eine Funktion als Beispiel. Mal gucken, was da ist. Erstmal das Gelb wieder ausmachen und dass man das mal sieht. Kann auch sagen, dieses Material. Ich entferne mal. Ich stelle das mal wieder auf simples Material um und füge stattdessen ein neues Material hinzu, beziehungsweise eine neue Materialebene und sage dieser nun, ich hätte diese gerne nur unten. Also mit der Map für das Gelände an sich nicht viel zu tun, sondern positioniert halt eben einfach mal das Material ein wenig anders. Zum Beispiel so und hätte jetzt hier in diesem grünen Bereich, wenn man mal bedenkt, dass man hier nachher irgendwo mal Wasser hat, anderes Material als halt eben an dem Gestein an sich beispielsweise. Man kann das Ganze nach oben hin auch noch ein bisschen weicher gestalten.
Und vielleicht ein bisschen weiter hochholen. Zum Beispiel so. Okay. Man kann die Materialien hier, die man gemischt hat miteinander, hier auch noch ein bisschen sanfter überblenden, wenn man das Ganze gerne möchte. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Ich füge auch keine weiteren Maps zunächst hinzu. Ja, im nächsten Schritt ist auf jeden Fall wichtig erstmal das Material. Ich werde jetzt einfach mal irgendein Material diesem Gelände hinzufügen. Welches man verwendet, ist zunächst völlig egal. Ich habe einiges an Sammlungen da drinne und muss ein bisschen wühlen. Und damit es ganz schneller geht, füge ich das jetzt einfach mal so hinzu. Wie gesagt, welches man verwendet, ist völlig egal. So, meine Materialverteilung habe ich durchgeführt. Im Großen und Ganzen habe ich dieses Mineral Infinity von Quartzspinner verwendet und als Sand ein Material von, also das ist Real Sand, auch von Cornucopia 3D. Von wem das Ganze jetzt gerade ist, weiß ich momentan nicht. Aber ist auch wie gesagt egal, man kann verwenden, was man möchte. Und in feiner Qualität mal eben gerendert, sehe das Ganze jetzt in meinem Beispiel zum Beispiel so aus. Wie gesagt, es kommt auch mal auf die Verteilung an, aber das kann man nachher noch ein bisschen anders einstellen. Wichtig ist, ja, das Gelände wird gleich in richtiger Größe erstellt und die Materialien enthalten meistens Bump, ab und an sogar Displacement, und Displacement ist auch etwas, was wahnsinnig lange dauert beim Rendern. Die Kamera wird entsprechend hochgezogen, weil das soll ja aussehen wie weit weg. Das heißt, diese ganzen Bump-Geschichten und Displacement findet man auch im Material nicht, weil wir sind ja nicht ziemlich nah dran und gucken uns einen Baum an, der irgendwo steht, sondern eben von großer Entfernung. Und deswegen geht man in die einzelnen Materialien einfach mal rein und entfernt das Ganze. Man kann, also es gibt mehrere Möglichkeiten, man kann hier den Wert verringern. Wichtig ist vor allen Dingen, die Teils wegzunehmen. Ja, jetzt hat man hier jetzt zum Beispiel bei diesem Knoten nicht die Möglichkeit groß für Gain zu entfernen oder so. Ich gehe einfach hin und entferne hier Displacement sowieso und Bump. Ja, sag okay. Das Ganze mache ich auch für den Untergrund von der Bepflanzung, wo das am allerunwichtigsten ist, weil da nachher Bäume drauf sind und man das Ganze sowieso nicht sieht. Hier genauso. Und in den Sand gucke ich auch mal rein. Einiges an Punkten, die dazugehören. Die Knotenpunkte hier kann ich jetzt so nicht löschen. Zumindest nicht, solange man hier die Reflexion verwenden möchte. Da kann man auch einfach nur die Haken wegnehmen. Ansonsten, wenn man hier irgendwelche Punkte hat, die für Bump und Displacement sind, kann man diese auch entfernen, wenn man sie denn nicht haben möchte, weil warum Fuel mit etwas beschäftigen, was unten gar nicht angeschlossen ist. Ja, was also gar nicht da reingerechnet werden kann. Und auch für die Büsche entferne ich das Ganze einfach mal. Und das ist das Ganze ohne Bump und Displacement. Und ja, ich muss es erstmal zumachen und nochmal auf. Das ist das Ganze ohne und das ist das Ganze mit. Also so unheimlich viel Unterschied steht da drin nun nicht, aber das Ganze ist wesentlich schneller gerendert. Nachher, wenn das in, mit der Atmosphäre und so versehen ist. Wir sind, wie gesagt, nachher ziemlich weit oben mit der Kamera. Und auch Grafiken wollen erst einmal innerhalb von Vue geladen werden. Ich arbeite ja hier mit der Heatmap schon alleine von 8192 Pixeln, die im Download schon alleine 92 MB hat. Die muss Vue auch erstmal haben. Zusätzlich zu den ganzen Materialien, die mit irgendwelchen Grafiken da sind, zu den ganzen Bäumen, die, wenn sie nicht bearbeitet wurden, die ganzen Grafiken noch enthalten und so weiter. Wenn man jetzt sagt, kann ich hier nicht noch ein bisschen tun? Ja, das kann man. Entweder man bearbeitet von dem Material, sofern sie denn Bilder enthalten, das Ganze in einem 2D-Grafikprogramm und verkleinert auch diese Dateien, oder aber man geht hier hin und hier sieht man dann alles, was hier an Texturen innerhalb der Szene vorhanden ist. Und kann dann hier einfach mit der rechten Maustaste klicken und das Ganze dann runterrechnen lassen. Ja, das ist jetzt Originalgröße 1024. Man kann auch die halbe Größe nehmen oder durch 4 oder durch 8 oder wie auch immer, kann man ja auch selber einstellen, teilen, also runterrechnen lassen. Ja, und das kann man hier mit jeder Textur machen. Ich lasse das Ganze aber einfach mal so stehen.
wem das Ganze jetzt hier für die Bepflanzung zu grün ist. Also mir ist es für diesen Fall zu grün. Das soll ein bisschen mehr so, ja, gesteinsartig halt eben sein und nicht irgendein Urwald oder sowas. Da kann ich halt eben einfach die Materialien vertauschen und hat dann anstatt die Verteilung von der Bepflanzung hier eben andersrum. Ja, also weitaus weniger und ein bisschen mehr von diesem Gestein. Okay, dann würde ich sagen, fügen wir hier schon mal die erste Bepflanzung hinzu. Und dafür klicken wir einfach Ökosystem und stellen ganz wichtig hier erstmal das auf Billboard ein und fügen einfach mal unserem letzten Beitrag veränderten und abgespeicherten Bäume, nur die Bäume erstmal hinzu. Bei mir steht hier ein Wert für die ganzen Pflanzen von 1.0. Das liegt daran, dass ich unter File Options für ein View Unit 0.1 Meter vorgegeben habe. Wer hier unter File Options 1.0 stehen hat, dürfte hier 0.1 stehen haben. Bitte den Wert nicht erhöhen auf 1, sonst stimmen die Proportionen für die Pflanzen nachher nicht mehr, ja, mit dem Gelände. Wir haben aber nicht nur Bäume, sondern auch Büsche und die kann man entweder jetzt hier nochmal als neues Ökosystem auf eine neue Ebene hinzufügen. Das ist einer meiner liebsten Schritte, das alles in einzelnen Ebenen zu haben, weil man das wesentlich besser verteilen kann, als wenn jetzt die Büsche auch noch hier bei den Bäumen wären. Man kann es aber auch genauso gut den unteren Bereich einfach hinzufügen. Dafür muss man erstmal wieder gucken, wo was ist und gucken, dass hier nichts angehakt ist. Auch noch nicht bepflanzen, bitte. So, rosa ist all das. Grau kann man wieder schlecht erkennen. Da muss man mal die Farbe ändern in irgendwas, was auffällt. Gelb war da oben. Rot ist da unten. Und dann würde ich sagen, haben wir schon. Gelb sind die Büsche. Und dann machen wir daraus auch ein Ökosystem und fügen da einfach mal unsere Büsche hinzu. Ebenfalls als Billboard. Die sind da oben, das ist recht gut. Man kann hier noch eine unterschiedliche Verteilung, dass das nicht unbedingt genau so verteilt wird. Dann kann man das Ganze hier variabel und einfach mal faulerweise eine fertige Funktion laden und mal gucken, was davon noch übrig bleibt. Nicht mehr wirklich viel. Man kann natürlich hier den Filter noch verstellen, wenn man das möchte. Mal gucken. Dass man hier ein bisschen was hat, kann man verwenden. In diesem Fall möchte ich das Ganze nicht verwenden. Man kann hier auch die Größe ändern, zum Beispiel in 3 und 2. Dann verändert sich hier die ganze Funktion. Oder in 5 und 5 zum Beispiel. Ja, kann man zum Beispiel verwenden, einstellen, wie nah an anderen Objekten die Pflanzen überhaupt rangehen sollen. Ich deaktiviere das Ganze hier und stelle hier den Wert für die Büsche ein wenig kleiner ein, weil ich davon nicht ganz so viele haben möchte. Auf jeden Fall sollen die vertrocknet sein. Und die Pflanzen. Für die Bäume möchte ich auch so viele nicht haben. So, die 5%, das lasse ich erstmal stehen. Und bevor wir das Ganze bepflanzen, werden wir zwei Dinge machen. Zunächst einmal auf jeden Fall die Zähne zunächst erstmal spätestens jetzt wegspeichern. Und zwar sollte man das Ganze immer wegspeichern ohne Bepflanzung. Ja, also, wenn man hier die Bepflanzung hinzufügen, das Ganze nochmal wegspeichern, sollte man ein Ökosystem, also wenn man es manuell hinzugefügt hat, leeren und bei dynamisch auch den Haken rausnehmen. Vor allem, wenn man das mit der Vorschau hier drin hat, sonst wären die Dateigrößen so unheimlich groß, zum einen, und zum anderen dauert das Laden wesentlich länger, ja, bis die Szene dann irgendwann mal wieder geöffnet ist, wenn man das gut gemacht hat. Okay, und jetzt werden wir uns mal um die Größe des Geländes eben kümmern, weil das Ganze eben, wie gesagt, kein kleiner Wiesenhügel oder so ist. Innerhalb von World Machine habe ich das Ganze also eingestellt gelassen, wie es war, sprich 8 Kilometer breit und 8 Kilometer tief. Wenn wir hier mal gucken,
ist das Ganze gerade mal 1 Kilometer. Darauf achten, dass hier dieses Symbol angehakt ist, damit sich das alles proportional verändert. Und sinnvoll wäre es natürlich, wenn man das Ganze mit 8 Kilometern weggespeichert hat, dass man das Ganze auch wieder auf 8 Kilometer einstellt. Na, wenn alles wunderbar passt. Natürlich ist die Kamera jetzt irgendwo hier unten, weil das Gelände wird entsprechend auch höher. Macht aber nichts. Ziehen wir uns das Ganze mal ein bisschen hoch. Und gucken mal, wo wir hier überhaupt sind. Und sucht sich wieder seinen Punkt aus, den man gerne hätte. Zum Beispiel so, also ungefähr so, wie es vorher auch war. Und wenn man das Ganze jetzt einfach mal rendert, ist das Ganze mal ein himmelweiter Unterschied zu diesem hier. Ja, von der Verteilung, von der Größe, von dem Gefühl, wie riesig das Ganze ist, im Gegensatz zu diesem 1-Kilometer-Ding hier. Ja, das macht mal einen großen Unterschied. Mag sein, dass man nun meint, meine Güte, was mag das nachher für eine Renderzeit sein? Das hier hat so schon mal nicht lange gedauert. Natürlich ist das Ganze größer. Die Pflanzen, ne, man sieht mehr hier von den Pflanzen überall. Die sind natürlich dementsprechend auch wesentlich kleiner und wesentlich mehr Instanzen vorhanden. Aber wir haben die Pflanzen bearbeitet. Die wichtigsten oder unwichtigsten schlimmen Dinge, sage ich mal, die man von Weitem sowieso nicht sieht, schon mal entfernt. Und das gleiche auch beim Material gemacht. Und der Rest ist nachher noch Rendereinstellung. Also das wird nachher auch auf jeden Fall wesentlich schneller fertig sein und sieht auf jeden Fall allemal besser aus. Und das sollte die ganze Sache eigentlich wert sein, einfach mal. Zum Material an sich. Wir haben das Material bearbeitet und wer sagt, super, ich habe mein Material schön, ich möchte das gerne wegspeichern, kann das natürlich gerne machen. Wobei man überlegen sollte, ob man das Material hier nicht jeweils einzeln wegspeichert. Ja, also man hat ein Material Bepflanzung und speichert das weg. Das kann man ja umbenennen oder den Namen so lassen, wie er vorher war oder wie auch immer. Denn wenn man das ganze Material wegspeichert, hat man das natürlich mit einmal hinzugefügt, aber wir haben das ja dann angepasst, speziell an dieses Gelände. Das heißt, man fummelt hier nachher sowieso noch wieder rum und lädt aber ganz die Ebene. Man braucht, weiß ja gar nicht, ob man nachher alles einzeln braucht, also oder alles zusammen braucht. Ob man da nicht vielleicht besser hingeht und die Materialien einzeln speichert. Wer wirklich das ganze Material so wie es ist haben möchte, sollte auch darauf achten, dass man auch wirklich hier oben den Hauptpunkt auswählt. Weil nur dieser hier, wenn man das mal klein macht, ja, alle Materialien enthält. Sonst hat man eben nur, wenn man jetzt gerade da klickt, nur dieses eine Material hier weggespeichert. Okay, kommen wir mal zu der Bepflanzung, die wir schon hinzugefügt haben. Ich werde jetzt einfach mal, im Grunde mag ich es nicht wirklich, vor allem nicht in solchen Szenen, hier die dynamische Population anhaken, auch für die Büsche. Warum mag ich das nicht? Ganz einfach. Ich füge das Ganze lieber manuell hinzu. Zwar wird das Ganze wieder überall bepflanzt, aber da kann man Abhilfe für schaffen. Und das Ganze wird aber nur einmal berechnet. Das heißt, wenn die Pflanzen einmal geladen sind, sind sie einfach da. Bei dem Dynamischen, was ja nur innerhalb der Kamerasicht, also wirklich da, wo man das Ganze sieht, anpflanzt und dadurch Ressourcen spart. Aber das wird bei jedem Rendern neu berechnet. Und das kann schon unheimlich lange dauern, je nachdem, wie viele Instanzenpflanzen man denn dann da hat. Ich hake es jetzt einfach mal an für beide und werde das Ganze rendern. Und wenn wir soweit eigentlich fertig sind, werde ich das Ganze aber umstellen auf manuell. Kann man machen, wie man mag. Ich mag es so eigentlich eher weniger. So könnte das Ganze momentan eben aussehen mit der Bepflanzung. Sehr schön wäre es, wenn man noch ein paar tote Bäume hätte, zum Beispiel hier diese Winter Trees. Da kann man ja auch die Urban Map und so entfernen und das Ganze hinzufügen. Und vielleicht ist es keine schlechte Idee, wenn man hier in diesen Sandbereichen, sage ich mal, auch noch ein Ökosystem hinzufügt. Zum Beispiel mit Giraffen, Elefanten oder was auch immer. Ja, die dann da halt eben so rumrennen. Kann man sich ja mal überlegen. Momentan haben wir hier 47 Milliarden Polygone, das hängt aber mit zusammen. Wie viel von der Bepflanzung hat man denn hier? Ja. Das kann man ja alles einstellen. So, das war's für diesen Beitrag. Im nächsten Beitrag widmen wir uns dann noch dem Wasser, das ich hier gerne hinzufügen möchte. Vielleicht noch ein paar kleine Anpassungsarbeiten und der Atmosphäre an sich, damit die Szene dann komplett fertig ist.